So, hallo und herzlich willkommen. Unser Video von Okayama fangen wir das mal ein bisschen früher an. Wir sind immer noch in Valencia und zeigen euch mal, wie jetzt die ganze Logistik vor Ort abgeht. Da sieht man mal ein bisschen von dem Material, Autos, die ganzen Boxen mit Ersatzteilen, die ganzen Böden für die Boxen rein zum Ausbilden nachher. Dann haben wir die ganzen Kleber-Sachen, es sind Generatoren für die Heizdecken, natürlich die ganzen Räder, die Unmengen, Ersatzteile, noch weitere Stoßstangen. Und das alles muss jetzt in Container, damit es nachher rechtzeitig in Okayama ist. Und nachdem, dass die ganzen Container voll sind, wir haben 6 von denen, werden die per Boot nach Okayama gefrachtet. Aber die Jungs da, die arbeiten irgendwie nicht, die hocken nur rum, also fange ich selber mal an. Da, komm, nimm mal das Mikrofon. Okay, Freddy, see you in Japan. Wochenlang ist das gegangen. Unglaublich. Und jetzt endlich sind wir in Japan. Ich fasse es nicht. Einfach eingesperrt worden. Ich glaube, die haben genug Arbeit. Ich kann denen sicher nicht helfen, nach dem, was sie mir geraten haben. Ich gehe jetzt mal schauen, was so los ist. Enfin, on a trouvé un petit restaurant. Je vais voir ce qu'on va pouvoir manger ici. C'est bizarre. Je crois qu'il faut que j'enlève mes chaussures. Bon, et maintenant, comment est-ce que je fais pour m'asseoir? Je crois qu'on s'assoit par terre. On va essayer tout ça. Je ne sais pas exactement quelle partie de la vache c'est, mais ça a l'air très joli. Et puis on va mettre ça sur le feu. J'ai faim, j'ai très faim. Mmh. Mmh, c'est délicieux. Jetzt, als ich etwas von Japan gesehen habe und wieder etwas im Bauch, wollte ich mal schauen, ob meine Mechen mittlerweile auch arbeiten wie Japaner. Hey, my car! What nice! So, mein Auto ist auf jeden Fall auch mal nach Japan gekommen. Meine Mechen auch. Sehr schön. Hey! Hey! How are you doing? Well, we're tired. Okay, we have tires. Yeah. Where are the spare parts? In the container. Ah, there are more containers. Da haben wir eine Liste von allem Material, das wir dabei haben. 4202 Teile. Das müsste glaube ich genug sein für da und Macau. Mal schauen, ob auch alles da ist. Eine Türe. Hoffen, dass wir nicht zu viel von denen brauchen. Et naturellement, on a aussi tout notre stuff, tous les ingénieurs, tous les mécanos. On a presque 70 personnes ici sur la course. Et puis pour les 70 personnes, on a un planning qui fait 36 pages pour qu'on sache quelle personne doit être sur quel vol, à quel et quel temps, à quel hôtel, quand ils doivent être au circuit, etc. Alors avant la course, il y a même pour les personnes 36 pages qui doivent être faites. Hey, hello, Freddy. How are you doing? Fine, fine, and you? Yeah, fine, fine. I just have been eating some Japanese food. I mean, it's not as good as your food. I really miss the kitchen here. Do you show something inside my kitchen? Yeah, come, please. I'm a little bit worried of this, but you go first. You go first. I don't trust you. Okay, come on. Hey. So this is your kitchen here. Yeah, this is my new kitchen here inside the container. Okay, so and where can I go eat? Yeah, here, near here. It's another container. Another container? Yeah. This is a place for eat. Some tables for all the team. Und natürlich ist auch da dann alles anders. Wir haben nicht unsere Hospi, die wir normalerweise haben. Dafür haben wir jetzt wieder ein bisschen europäisches Essen. Und ich werde das geniessen. Nach dem Essen wird wieder alles verräumt, zurück in den Container und auf Macau. Und das mal hoffentlich ohne mich. Einen guten. Je me ressens un peu plus à l'aise maintenant dans les containers, maintenant que j'ai mangé quelque chose de bon, mais on va laisser Pépé ici. Ciao Pépé, see you in Macau. Ciao.